Hallo Nashcom hier bei den Nachbarn. Ich bin's wieder, euer DJ Tim von Marz und Nashcom hier in War Thunder. Jo Leute, wir werden heute was ganz Besonderes machen, denn wir wollen mal sehen, ob das System sich auch wirklich so eingestellt hat, dass es so eingestellt worden ist. Wir wissen es nämlich nicht zu 100%. Es gibt immer Gerüchte, es gibt auch viele Leute, die sich im Forum beschweren und darauf muss man ja auch so ein bisschen reagieren und guckt sich mal so die Probleme von einzelnen Leuten an, ne? Und deshalb werde ich jetzt etwas ganz Spezielles testen. Ich gehe jetzt mit Tackermaschinen rein. Wortwörtlich, ich sag gern Tackermaschinen dazu, ne? So, also Rating Maximum 1,3. Und ich habe dann mir jetzt die Deutschen ausgewählt, einfach mal so. Ich hätte auch jetzt die Russen nehmen können oder so, aber ich hatte jetzt halt noch so ein Deck übrig gehabt und habe gedacht, ja, muss nicht viel, muss gar nichts mehr umstellen, ne? Nimmst du die. Wir werden jetzt einfach in eine ganz normale, ja, so Runde reingehen. Und laut Informationen darf es jetzt gar nicht der Fall sein oder kaum geschehen, dass ich gegen niedrigere Leute gematcht werde. Also niedrig ist falsch gesagt. Ich bin ja Level 100, ne? Ich bin schon lange, lange Profi. Schon lange dabei, schon, ne? Und laut dem System soll es jetzt, oder laut der Besch Behauptung, darf es, wird es jetzt nicht vorkommen, dass ich, der Profi, gegen Neueinsteiger gematcht werde. Ja, es gab nämlich einige Personen, mit denen ich schon geredet habe, die mir erzählt haben von wegen, ja du, das brauchst du gar nicht zu versuchen, das wird nicht passieren. Du wirst nicht gegen die Neueinsteiger gematcht. Du wirst gegen die Profis gematcht, dass du selber bist. Weil es gibt viele Profis, die spielen jetzt auch gern mal hier mal, hast du Bock, einfach mal einen Doppeldecker zu steigen und einfach mal mit den Tackermaschinen durch die Gegend zu eiern. Das gibt es. So, dann wollen wir mal sehen, ob das jetzt auch wirklich ich jetzt gegen Profis gematcht werde oder gegen Frischlinge, Anfänger. Wenn das mit den Anfängern ist, dann muss ich sagen, scheiße. Dann spielen die da vielleicht ja zum ersten Mal und hinterher haben sie keinen Bock mehr, weil so ein Profi wie ich sie abgeknallt hat. Ne? Also, was jetzt so für Runden rauskommt, kann ich echt nicht sagen. Ich bin auch schon lange nicht mehr Tackermaschinen geflogen. Was ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr die Deutschen nehmt, ne? Holt euch diese Makrolins. Diesen Doppeldecker 205 Golden Eagles, die hat man. Die ist sowas von geil. Nur nicht diese Karte, die ist scheiße. Oh, bitte lass kein Nebel sein. Die ist sowas von genial, weil höheres Kaliber, versteht ihr? 12,7er mm Kanone, die tut Aua machen. Und dementsprechend werde ich sie auch nehmen. Übrigens, falls ihr mal auf, wenn ihr dann mal in so eine Runde reingeht, ihr nehmt die B109 B1 hier mit, ne? Und ihr werdet sehen, oder ihr seht in der Liste, dass ihr in Rang 2 gematcht werdet, oder besser angezeigt werdet. Wundert euch nicht, sie ist auch in Rang 2 drinne. Warum auch immer, sie hat ein Rating von 1,3, ist aber in Rang 2 gelistet. Ja, entweder war es ein Außersehen, oder es liegt am Platzmangel im Rang 1. Oder am Stülperten, ja, da tut man halt ein bisschen was zusammenpacken und so weiter, dann geht das schon. MS 405, Code 603. Okay, da sind welche einzelne. Okay, hier ist ein Clan-Spieler, seht ihr? Der wird kein Anfänger sein. Davon gehe ich auf jeden Fall mal aus. Der hier. Ja. Und schon habe ich Freunde. Oder auch nicht. Sehen. Hallöchen. Ja, jetzt. Oh, scheiße, der hat ganz schnell Freunde. Okay, da macht einer schöne Farbenquali an. Das mache ich auch. Ah, wir werden dann gleich nach der Runde überprüfen, wer von denen ist ein Profi und wer nicht. Aber so wie es aussieht, werde ich hier eher mit erfahrenen Spielern gematcht, sonst würden die nicht so viel Pelle rücken. Ein unerfahrener Spieler, der ist eher zaghaft. Gut, manche sind es nicht, aber die meisten. Die meisten sind zaghaft, gehen erstmal vorsichtig an die Sache ran. Und die hier, die sind richtig gierig. Guckt euch das mal an, wie die Abschuss geil rumfliegen. Die sind gierig. Nee, 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 nee. Na komm.
Ich bin gierig. Und denen ist die Farbengeschichte auch scheißegal ein bisschen. Denn das kennen die schon. Oh Mann, ey. Ja, ich hab lauter neue Freunde. Oh, scheiße, da hat mich in dem Bot. Ah, wollen wir mal gucken, was du bist für einer. Ah, ich tippe mal so auf Rang. Warte mal, wie heißt der jetzt? Irgendwas mit ganz langen Namen. Da. Ich tippe jetzt mal auf so. Ja, Rang 37 ungefähr. Nö. Nicht dein Ernst. Okay, das System versagt. 32er ist in Ordnung. Da brauche ich eigentlich nicht zu gucken. 12? Okay. Na gut, die gibt es auch. 16. Ich mach gleich weiter, Leute. 16. 13. Ja, also den hatten wir ja schon. So halb erfahrene sind dabei, aber auch ganz frische. 10. Oh, 71. Oh, der hat's. Ja, der kann's. 10. Geil, das ist nicht euer fucking Ernst, oder? 31, okay, der ist schon etwas erfahrener. 9. Das ist mies. Das ist eigentlich eher unfair gegenüber den Neulingen. Okay, sie haben auch Profis mit dabei, aber trotzdem sie gegen andere zu matchen, die erfahren sind. Mies. Es ist aber mies. Ich will jetzt nicht sagen, dass Neulinge nicht imstande sind, einen Profi abzuschießen, okay? Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, das kratzt an seiner Ehre rum. Nö. Welche Ehre? Also wenn ich jemals Ehre hatte, dann habe ich sie schon längst verputzt. Da war bestimmt eine Donut-Glasur drauf. Und tschüss. Haben schon abgeknallt. Ach so. Ob das jetzt ein einer, also ein Frischling war oder nicht, das kann ich ja jetzt nicht gleich sagen. Ich habe mir die Namen nicht alle gemerkt. Und noch ein. Ah, die Podest hat endlich seinen Lebensgeist aufgegeben. Womöglich ist er auf der Landebahn verreckt. Also hier sind Anfänger dabei und Nicht-Anfänger. Erfahrene. Aber der von der 11., da habe ich eigentlich gedacht, dass das einer von den Erfahrenen ist. Okay. Dann ist er frisch in ihren Clan drin. So Neueinsteiger so, ne? So, Frischling halt. Oder ein zweiter Account, kann auch sein. Gibt's ja hier auch. Der ist weg. Oh, du schon wieder. Er hatte Potenzial gezeigt. Für Neueinsteiger hat er ordentlich Potenzial. Und einen Namen, den man nicht aussprechen kann. Uhu. Komm her. Also, wie ich schon mal sagte, nicht alle Konsolenspieler sind unfähige Gamer. In dem Spiel hier. Es gibt auch welche, die kommen hier bestens klar. Oh. Wer hat mir den geklaut, hä? Huh? Wer von euch? Irgendeiner von den höheren Monstern hier. Von den hohen Tieren. Ja, gib's ruhig zu. Einer von euch war's. Ja, selbst erfahrene Spieler untereinander klauen sich die Ziele. Das ist so. Das ist ein, naja, ich sag mal so, sowas wie ein Besitzrechtsding. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mein Ziel. Fasst den nicht an. Ganz einfach. So, da oben macht noch einer rum, aber der stirbt jetzt auch. Okay, der stirbt noch nicht, aber gleich. Also ich glaube mal, dieser Grell erwischt ihn. Ja.
So, jetzt muss ich die Maschine erstmal wieder nach oben kriegen. Hier unten hat die echt nichts zu suchen. Auf weiterer Höhe ist sie besser dran. Oh, eine Stucke. Eigentlich ist sie 1,7 vom Rating her. Eigentlich hätte die hier gar nichts zu suchen. Warum schießt du so früh, Junge? Das bringt nichts. Du hast keine Zauberkugeln. Wenn er Zauberkugeln hat, ja gut, dann leider ist es ein Cheater. Also wenn hier einer mit Zauberkugeln rumhantiert, versteht ihr, was ich meine? Die auf Anhieb treffen. So, was habe ich kaputt gemacht? Mein Bordschütze schießt nicht mehr. Oh, dann kann ich mir ja Zeit lassen. Alter, hat der mir die Scheibe voll gekleckert. Mann, 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 leg dir doch mal ein Lätzchen an, verdammte Scheiße. Immer die ganze Suppe auf der Scheibe. Wir haben nicht mal, wir haben keinen Scheibenwischer. Also echt, ey, das ist auch widerlich, oder? Seht ihr? Kein Scheibenwischer dran. Ja gut, es würde auch schräg aussehen, aber es wäre besser gewesen, Scheibenwischer dran zu machen. Bei der Maschine hier. Also echt, ey, suppt der mir da alles voll. Schämt sich nicht mal. Ach, es gibt Spiele. Ja. Naja gut, können wir froh sein, dass die Flecken, die da drauf waren auf der Scheibe, wenigstens nur Öl oder besser gesagt schwarz waren. Wenn es weiß gewesen wäre, wäre es pervers gewesen. Oh, da sind viele, die mit mir kuscheln wollen. Oh Mann, ey. Was sind wir bis... Oh, mein Motor ist gleich down. Ich noch. Ich nehme mich auch noch mit. Bitte, bitte, bitte. Nein, auch komm, Gaijin. Auch komm. Warum gibt ihr mir nicht die Zeit? Das wären höchstens noch 7 Sekunden gewesen. Ach, immer dasselbe. Da ist man tierisch am Machen und dann passiert das. Und ich bin Rang 3. Platz 3. Warum? Moment, weshalb, wieso? Ach, guck mal, Grell. Grell, wartet, ich guck mal nach. Was ist das für einer? Genau wie ich, ein 100er. What the fuck, hat denn der für eine Karte? Der ist ja echt nur am Fliegen. Guck mal, der hat noch nichts anderes gemacht. Keine Panzer, kein Hubschrauber, nur Fliegen, Fliegen, Fliegen. Hm. Nur Fliegen? Macht der auch realistisch nicht, Simulator auch nicht. Einfach nur am Fliegen. Durchgehend am Fliegen. Er hat ein paar Missionen gemacht. Oh, der hat sich eingeflogen. Ja, übrigens, zu den Missionen. Das wollte ich ja auch mal erwähnen. Hm. Ah, der hier hat mehr Abschusshilfen und ein paar Bodenziele gemacht. Deshalb ist er über mir. Aber was mich jetzt halt enttäuscht, dass jetzt auch viele Anfänger, die hier drin sind, gegen die Profis hier, Grell, meine Wenigkeit, ich würde mal sagen, Crazy ist... Ja, gematcht werden. Das ist das, wo ich sagen muss, das geht nicht. Also da müsst ihr noch was machen, Gajin. Es tut mir leid, aber das geht einfach nicht. Ja, ich weiß, wir haben... Okay, jetzt ist etwas schon später geworden, es sind immer mehr weniger Leute drin. Aber das System vielleicht so trotzdem umprogrammieren, dass nur die Profis gegen die Profis spielen. Ganz einfach. Nicht gegen die armen Kleinen, die gerade mal frisch mit dem Game anfangen. Die haben ja bald keinen Bock mehr, weil die ständig nur abgeknallt werden. Wenn sie von Anfängern abgeknallt werden, dann ne, ist es immer noch ein fairer Kampf aber gewesen. Das jetzt, also ne, ich für meinen Teil krieg dann schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wen ich jetzt alles abgeknallt habe. Ich habe da nicht mehr so drauf geachtet, okay? Aber da ist bestimmt einer dabei gewesen, der ist jetzt gerade mal Stufe 9 oder so gewesen und hat gerade mal vielleicht gestern, vorgestern mit dem Game begonnen. Ne? Der ist immer noch am sich zurechtfuscheln mit den ganzen Doppeldeckern, mit den ganzen Funktionen, immer noch an Geld sammeln wie die Sau. Und das dauert, bis man genug zusammen hat für neue Flugzeuge. Das dauert einfach. Ne? Ich weiß das aus meiner Erfahrung selbst. Ich habe damals auch nicht gleich mit Premium gearbeitet. Ich habe nicht gleich mit Premium geflogen, nein. Ich habe es ohne Premium versucht und ich habe mich gequält. Lange Zeit gequält. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, du machst lieber Premium. Ne? Dann quälst du dich wenigstens nicht so. So,
Dann mit Premium gespielt. Ging natürlich ein bisschen leichter. Premium kriegst du ein bisschen mehr, verstehst du? Also, man kriegt halt ein bisschen mehr Kohle dazu, mehr XP dazu, besser FP-Punkte, also Erfahrungspunkte. Und, na, man kommt einfach voran. Aber nicht jeder Spieler, weil das ist ein Free-to-Play-Spiel, nicht jeder Spieler will hier Geld ausgeben. Hier gibt es auch welche, die sagen sich, nö, ich gebe hier keinen Cent aus, ist nicht drin. So, aber diese quälen sich dann richtig dermaßen, weil sie dann gegen Profiflieger, wie meine Wenigkeit, Grell oder die anderen, die dabei waren jetzt, gematcht werden. Das ist doch echt mies, oder nicht? Also ich für meinen Teil finde das echt mies. Ich finde das scheiße. Und selbst auch wenn es jetzt ziemlich spät abends ist, könnte das System dann halt trotzdem machen, dass halt, dann ist es halt keine volle Runde. Dann spielen halt vielleicht 3 gegen 3. Ne? Das sieht vielleicht komisch aus, aber trotzdem, ja, dann spielen halt 3 gegen 3, die Profis. Erfahrene Leute. Und somit kam es jetzt zustande, dass wir halt hier Truthoppenschießen veranstaltet haben. Die erfahrenen Spieler jetzt. Das habt ihr ja gesehen, wer auf Platz 1 steht. Ich bin auf Platz 3. Der über mir, keine Ahnung, vielleicht ist das ein erfahrener Spieler, aber ich, vielleicht, weil der hat wenig, ja gut, ich will jetzt nicht ihm bezichtigen, dass er nicht erfahren ist, ne? Der hat halt ein paar mehr Abschusshilfen gehabt und Bodenziele weggekloppt. 3 Stück. Deshalb ist er punktetechnisch weiter hoch. Vor allem das Bodenziele wegmachen gibt mehr Punkte als das Flieger wegmachen. Darüber haben sich ja schon sehr viele hier beschwert, aber da ändert sich noch nicht viel. Ja, eigentlich sollte man es schon, also ich sag mal so, gleich halten, ne? Aber gut. Da halte ich mich erstmal raus. Ich finde es jetzt halt nur scheiße, dass die meisten auf der Gegenseite, gerade die Konsolenspieler, die waren jetzt im niedrigen Bereich, 6er, 9er, ne? Noch nicht mal erfahren genug. Und dann werden sie gegen Menschen, ja, Menschen ist falsch gesagt, gegen so Profispieler wie mich gesmatcht. Und landen dann auf, ja, landen dann auf der, als Kanonenfutter dann da. Ne? Vor allem, wenn man dann so in seinem Element ist. Im Rausch, wortwörtlich. Also, die Veteranen da draußen, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn man irgendwann in seinem Rausch ist, dann kriegt man nicht mehr mit, was ist da vor ein. Dann sieht man nur das Flugzeug und schießt so lange drauf, bis er vom Himmel gefallen ist. Bis er tot ist. Ne? So lange wird drauf geballert. Wenn er dann abgeschossen ist und irgendwann nach der Runde guckt man da vielleicht mal so grob nach den Namen und sagt sich, oh Scheiße, ich habe vielleicht einen Anfänger umgelegt. Der hat jetzt vielleicht keinen Bock mehr, das Spiel hier zu spielen. Es gibt natürlich auch andere da draußen, die sagen sich, oh geil, ich habe einen Anfänger weggekloppt, ich bin der Größte, ich bin voll geil. Ja, das sind dann diese Ego-Flieger-Typen. Davon gibt es viele, finde ich scheiße, aber gut. Ich für meinen Teil habe jetzt erstmal ein schlechtes Gewissen. Ich für meinen Teil werde jetzt eine gewisse Zeit keine Tackermaschinen mehr fliegen können. Ich muss erstmal so ein bisschen, ne, darüber nachdenken, warum ist das System so scheiß eingestellt? Warum? Es ist echt scheiße. Wir werden das gleiche Prinzip aber auch mal mit den Panzern testen. In der nächsten Folge würde ich sagen. Und dann wollen wir mal sehen, wie es da gedeichselt ist. Wenn es da funktioniert, dann stelle ich mir die Frage, warum funktioniert es da nicht bei den Flugzeugen? Woran liegt das dann? Aber guck mal, wie es läuft, ne? Gut, dann, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch vom Gameplay auch gefallen. Und wenn das hier allgemein euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Kommi und Like da, wenn ihr Bock habt, ne? Oder halt ein Abo, wenn ihr neu seid auf dem Kanal hier. Und ansonsten, ja, sieht man sich in der nächsten Aktivität, die ich da so mache, ne? Und dann gucken wir mal, ob mit den Panzern, ne, ob da dasselbe Prinzip jetzt herrscht wie jetzt hier mit den Flugzeugen. Es würde mich recht traurig machen. Weil dann würde ich einfach Leute abknallen, die gerade mal frisch mit dem Panzer beginnen. Das wäre echt schade drum. Gut, dann, wir sehen uns, Leute. Ciao.